Ja, liebe Zuschauer, jetzt hat sich Annette aber einen Partner gesucht. Alle Achtung! Annette, wen hast du denn da neben dir? Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Also alleine anhand der Oberschenkel müsste man erkennen, Robert Förstemann. Besseren gibt's nicht. Ja doch, ich habe ihn ja letztes Jahr schon kennengelernt. Ich habe ihn letztes Jahr auch schon interviewt. Ich habe ihn ja gesehen, wie er hier um die Bahn gefahren ist. Es war ja kein Kraut gewachsen. Jeder hat sich angestrengt. Die sind sogar mit Raketenantrieb, aber keiner hat ihn eingekriegt. Und du lernst ihm jetzt Bogenschießen auf dem Fahrrad oder wie geht das jetzt? Oder, Wir haben das Glück bei Robert, da wir in Vorbereitung ist, dass er hier mal der beste Coach für uns ist, um sich mental vorzubereiten, ein bisschen Jungs da oben beim Training zu helfen. Und ich bringe ihm, glaube ich, gar nichts bei, sondern Robert ist einfach bei uns. Aber er lernt das Schießen und das ist echt schön. Hm? Hat sie dir nicht was Preis gemacht? Das heißt, Robert, erzähl doch mal. Ja, ich habe mich ja schon mal blicken lassen und habe mal richtig Gas gegeben und sie hat das so gut gemacht, dass ich hier, glaube ich, in Rekordzeit alle Scheiben zum Umkippen gebracht habe. Ich kann das jedem nur empfehlen, hier mal Gas zu geben und ich freue mich einfach, dass ich hier zwar dieses Jahr mal als Zuschauer, aber wieder hier sein kann und das alles ein bisschen genießen kann, auch zusammen mit Annette. Was macht die Verletzung soweit jetzt okay wieder? Also, wie man sehen kann, ich sitze schon wieder sehr gut auf dem Rad. Ich kann mich nicht beklagen für den Befund, den ich hatte, muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Ich liege wieder in meinem Soll, was das Training betrifft, musste halt die Abstriche mit dem 6-Tage-Rennen machen dafür. Ich bin aber optimistisch für die Weltmeisterschaften. Dann, Annette, wollen wir jetzt gleich mal sehen, das möchte ich zumindest mal sehen, wenn ihr beide dreht und Fahrrad fahrt, dann werde ich jetzt mal beobachten, ob ihr alles trefft, ja? Denn wir wollen das jetzt schon genau wissen. Du hast mir das, kannst es erzählen. So, dann würde ich sagen, dann gucke ich mal schnell nach den Gewehren und dann gebe ich euch die und auf Kommando geht's los. Ihr habt es vor mir. Also, wer zuerst die 5 Grünen hat, gewinnt eine Woche freien Eintritt bei Annette Thun. Wer nur 3 hat, darf mit Robert Förstemann noch mal Mittagessen gehen und wer gar nichts trifft, der muss mich einladen. Also jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr treffen wollt. Ja? Okay, gut. Gut, alles klar. So, liebe Zuschauer, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's um die Weltmeisterschaft. Annette Thun, Weltmeisterin im Bogenschießen und der liebe Robert sitzt neben mir als Weltmeister. War das richtig, ne? Oder hatte ich das in Erinnerung? Ja, aktuell bin ich amtierender Europameister und Vize-Weltmeister. Siehst du, also ich habe schon gleich ein bisschen nach vorne, schon ein bisschen clever, wie ich das gemacht habe. Jetzt hast du eine Verpflichtung fürs nächste Jahr. So, die beiden schießen jetzt um die Wette und reden dabei. Also wenn Sie das probieren wollen, dann kommen Sie einfach mal hier auf die Bahn zu Annette beim Berliner 6-Tage-Rennen. Es geht ja noch bis Dienstag. Probieren Sie es auch mal. Und wenn Sie alle 5 treffen, verspreche ich Ihnen, ja, gibt es eine Urkunde und A2 gibt es garantiert auch noch ein Küsschen von Annette und vielleicht noch ein Extrabeiz. Aber das muss man dann sehen. Also, auf die Plätze, fertig, los. Ihr dürft und jetzt geht's los. Oh, Annette hat schon 3-mal vorbeigeschossen. Oh Gott, das wird ganz schlimm. Oh, ja, Robert macht es ein bisschen gemütlicher. Guck mal. Ah, ich würde sagen, ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, ihr müsst schneller drehen. So, liebe Zuschauer, das waren jetzt ungefähr 46 Schüsse für 10 Treffer. Also ich würde sagen, die beiden sollten wir in die Biathlon-Staffel der deutschen Nationalmannschaft aufnehmen. Es geht rasend schnell. Nein, aber es ist wirklich nicht einfach, ne? Wenn man hier so sitzt und reden muss und hier oben schießen muss und konzentrieren muss, Auge dahin. Robert kann besser Radfahren, ich kann besser schießen, wir sind das totale Dream-Team. Das ist, ich glaube, das ist so eine Frauensache, ein bisschen 2 Sachen auf einmal. Das liegt den Frauen oder den Mädels ein bisschen mehr. Das musst du hier aber auch machen mit deinem Fahrrad. Du musst lenken um die Kurve und musst reden. Aber ich muss nicht schießen. Das ist der Riesenunterschied. Okay, also, dann schicken wir euch demnächst zu dem Mixed-Wettbewerb bei den Biathleten. Dann passt es genau hin, weil sie schießt gut und du wirst wahrscheinlich gut fahren oder gut laufen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und herzlichen Dank. Danke, Robert, dass du da warst. Und für die Weltmeisterschaft drücken wir alle Daumen. Und weh, du kommst zurück und da steht nicht ein Weh davor. Dann wird's ja, müssen wir ganz ernst ins Gespräch gehen. Ja, liebe Zuschauer, das war's von Annette Thun von FiveLook.com hier aus der 6-Tage-Halle, sprich dem Velodrom. Und nun lassen wir uns überraschen, was heute Abend noch alles passiert. Es ist die goldene Nacht, das heißt die 3. Nacht wird heute Abend hier angeschossen und es geht richtig zur Sache. Und ich schätze mal, das Ding heute Abend hier, die Halle ist komplett ausverkauft, bis auf den letzten Platz, weil alle sehen, was passiert, weil es ist ja schon so eine kleine Vorentscheidung. Denn es kommt noch der Sonntag, der Familientag morgen von 12 bis 18 Uhr. Aber am Montag und Dienstag geht es nochmal zur Sache. Also, es gibt noch Karten, es gibt noch Tickets, kommen Sie hierher und wenn Sie durch die Halle gehen, dann gehen Sie ganz nach hinten und da sehen Sie eine junge blonde Frau,
Das ist Annette Thun und die wird Ihnen zeigen, wie Sie A1 mit dem Pfeil und Bogen umgehen oder wie Sie auf die Biathlon schießen. Sie können auch im Liegen schießen, wenn Sie meinen, Sie haben jetzt das Stehen nicht so im Griff. Legen Sie sich einfach hin, Sie können da unten schießen. Also wir haben das alles aufgezeichnet. Ja, dann viel Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns in der Halle beim 104. Berliner Sechstagerennen. Und euch nochmal vielen Dank, Annette und Robert. Toi, toi, toi. Und gebt Gas mit ihm. Ihr seid nominiert. Danke.